Ja, moin moin meine Lieben, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Ocean's Horn 2 und haben jetzt natürlich, sind erst noch zu unserem Dorf gekommen, zu Arne. Und dann gehen wir zum Meister und wollen mit dem reden. A night in training has arrived. I hope your trip went well. Did you find what I asked for? Ja, hab ich gefunden. Das ist Meister Mayfairs Schließkassette, die du in den Höhlen gefunden hast. Good. Now, let's head home. You must be hungry. Let's eat, and you can tell me all about your adventure. Ja, machen wir. Folgen wir ihm mal. When you become a knight, the contents of this box will be yours, son. Lucky for you, those pirates never got the lockbox open. Ein süßes Dorf hier, okay. Ne? Let's go through here. Okay, wir gehen hier durch. Machen wir. It's a beautiful day and people want to spend it outside. It hasn't been this warm for weeks. Wollen die ganzen Leute reden hier? Hallo Junker. Ich habe in der Weißen Stadt gelebt, als ich jünger war, aber ich bin hergezogen, um mich um Großmutters Gasthof zu kümmern. Arne ist so ein wunderbares Dorf, weit weg von Politik und Klatsch. Ich werde es auch nur Arne ausgesprochen. Wir sagen es zu Arne. Das ist ein Gullideckel. Also, Abwässer haben wir auch hier Jen auf Kanalisation. Jen has been anxious to see you return. He was a little worried about you, to be honest. Wo war der hier? There he is. Say hi to him and come back to me. Hey, you're back. I'm glad you've returned safely. It was your first adventure alone, after all. And here you are, unharmed. We have every reason to celebrate tonight. Okay. Schon sehr stimmungsvoll alles hier so, ne? Also es erinnert mich wirklich so an so. Also die hält jetzt nicht mit dem letzten Zelda-Teil mit, aber das will es glaube ich auch gar nicht. Home sweet home. Meister Mayfair ist anwesend. Lass mal ein bisschen futtern und ich erzähle dir von meiner ganzen Geschichte. You've only been gone for a couple of days, but it might be a good idea to hone your skills against the training dummy while I prepare some food. Okay. Machen wir das mal. Die Puppe hier wahrscheinlich, ne? Lesen. Leibesertüchtigung, der gute Ritter sorgt dafür, dass er stets in guter körperlicher Verfassung ist. Wenn er in Eile ist, nutzt er seine Fähigkeit zum Sprinten. Und wenn es die Situation verlangt, kann er mühelos ein oder zwei Ausweichrollen ausführen, um die Gefahr aus besserer Lage zu sich zu bekommen. Und wie sprintet man? Gesehen. So, was ist das denn nochmal? Der gute Versorger, dass er stets sprinten und wenn es ein bisschen verlangt, kann er mühsam ein oder zwei Ausweichrollen machen. So fast, trying to sprint for the first time. Alter, da haut er mich um, die Sau. War es das? Gehen wir mal rein. So. Oh, hat lecker was zubereitet. Good, you're here. Sit down when you're ready to eat. Yum, yum, yum. Roboter essen ja anscheinend nichts. Sehen.
Ein uraltes Radio. Bücher, verstaubte Wände. Komm zum Turm in der Nähe der Stadt. Nimm den Schlüssel zum Stadttor aus der Truhe. Okay. It is your big day, boy. Hurry to the tower in the forest. Master Mayfair has a surprise for you. If you get lost, take a look at the yellow symbol on your map. Großer Tag? You know, the day you've been training for. I will come too. Don't forget to stock up at the vending machine near Lori's Inn. I'm off. See you later. By Lori's things? Okay. Oh, my head. Wo ist der Loris Gasthof, kannst du mir das sagen? Ich habe einmal gehört, dass man einen herzerfreuenden Schatz findet, wenn man dem Wasser in dem Wald folgt. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es klingt sehr romantisch. Dem Wasser in dem Wald folgt. Ah, okay. Soll ich mal machen. Ich habe den Schlüssel des Gastwirts. Kann ja nicht schaden, den zu haben. Was? Geh mal überall rein, erstmal. Nimmt ihr schon mal ganz gerne hier was, ne? Da ist der Automat wahrscheinlich da hinten. Dahinter ist doch was. Okay, wir gehen mal zum Automaten. Was sind die für Leute? Hey, gehst du in den Wächterwald? Vielleicht läufst du dort meinem Mann über den Weg. Er denkt jetzt, er wäre Archäologe. Letzte Woche hat er sich fürs Tau interessiert und gemeint, er bräuchte den legendären Tauhelm des Clemenvolks. Darüber zu lesen hat seine Begeisterung für Archäologie geweckt. Okay. Es tut mir leid, ich habe nichts Neues. Ihr verkaufen könnte. Du solltest den Automaten neben dem Gasthaus ausprobieren. Er hat Energy Drinks? Nur nicht gesund im Leben, ne? Energy Drinks sind einfach dumm zu trinken. Was würdest du gerne kaufen? Die Münzen habe ich nur. 421. Trinkautomat verwendet. Bleikugeln. Was würdest du gerne kaufen? Hey, ich kaufe doch gerade die ganze Zeit nichts. Ja, das ging. Okay. Drei Münzen für einen Genko-Splitter. Wenn es an einer Waffe oder einem Objekt angebracht ist, fällt das eine kleinere Schadens- und Ladenserhöhung. Kann ich jetzt gar nicht hier machen, irgendwie? Warte mal. Splitter hinzufügen. So. Da haben wir jetzt keinen Splitter mehr für. Das macht doch nichts. Ich glaube, wir haben auch alles. Dann lass uns mal da hinlaufen. Meister. Achtung, Sprengstoff. Okay. Kann ich hier aufschließen? Ja, sauber. Raus geht's. Wir folgen mal den Pfad erstmal. Was ist das, der Archäologe, Mann? Schau mal nach. Wusstest du, dass ich in dem Haus geboren wurde, in dem Meister Mayfair jetzt lebt?
Ich habe meinen Schatz unter dem Haus versteckt, als ich so alt war wie du jetzt. Haha, ich würde hinunterkriechen, um danach zu suchen, aber ich habe so einen steifen Rücken. Danke, jetzt haben wir noch einen Schatz. Also einmal dem Fluss im Wald folgen und einmal unter dem Haus von Meister Mayfair gucken. Wächterwald. Hier drin finden wir wahrscheinlich den... Okay. Hier drin finden wir wahrscheinlich den Archäologen, den möchtigen Archäologen. Aber man kann es natürlich wirklich nicht absprechen, dass es so ein bisschen... Bisschen Zelda-mäßig alles natürlich abgekuffert ist, aber wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Oh. Notklettern? Ja. Was denn? Ich weiß, ob man dagegen schießen kann. Dafür gedacht? Okay. Was passiert nichts? Hm. Naja, vielleicht kommen wir nochmal irgendwie dahinter. Gefallen hier. Oh. Ah, Mist. Okay, aber da kann er mich nur umhauen. Da steht jemand. Was bist du denn? Wie bist du denn hier reingekommen, dass eine archäologische Stätte, also fast ja nichts an der Erde ist? Ich bin selbst nur ein Amateurarchäologe, aber ich weiß genug, um die Bedeutung eines solchen Fundes zu verstehen. Dieser ist genau wie der große Turm tiefer im Wald, nur etwas kleiner. Es könnte ein abgefallener Teil davon sein. Oh, warte! Dann wäre das überhaupt kein neuer Fund. Oh Mann, vielleicht sollte ich das einfach mit der Archäologie anderen überlassen. Ja, vielleicht sollte ich das wirklich machen. Oh, guck mal, hier ist eine Kugel. Das ist mir überlassen. Guck mal hier, ich bin keine 2 Sekunden da und hab da schon... Okay, was ist das? Betreten. Hm? Treffen wir es einfach im Turm? Okay, das sind andere Länder wahrscheinlich. Da können wir doch nicht rein, oder? Nee. Ah, okay, so Portale. Aber da können wir ja noch nicht rein. Die anderen sind auch alle rot. Dann gehen wir das wieder zurück. Musst du lieber nach Hause gehen da? Bewerbung für den Archäologieverein, okay. Also können wir mal mit ihm reden? Vielleicht können wir ihn ja wirklich nach Hause schicken. Er sagt nochmal das Gleiche, okay. Geh bloß nicht da rein, junger Mann. Ich frage, wo wir lenken müssen jetzt. Hier wahrscheinlich, ja. Straße zum Urtempel von Arne. Was ist das denn? Komm ich aber nicht hoch. Doch, da komme ich hoch, warte. Du hast einen Blutstein gefunden. Er reflektiert das Licht, als wären Bluttropfen dran eingeschlossen. Was kann man denn machen? Hm. Noch anscheinend gar nichts. Okay. Die Frage, wo wir hin müssen. Oh, ah, lebt noch? Das ist ein anderer.
Ich würde sagen, wir müssen da längs. Also sehen wir der Turm da oben. Das ist ja nicht gerade so, dass er nicht auffällig ist. Oh, hier nehmen wir ein bisschen Leben mit. Und hier ein bisschen Leben. Nips. Hügel, Teil des Wächters. Okay. Da ist der Turm. Laufen wir dahin. Oh. Oh, Gift. Wir müssen aufpassen. Wenn die uns treffen, dann sind wir wahrscheinlich... Ja, so schnell wird wahrscheinlich auch nichts passieren, aber... Man weiß es nicht. Leben finden wir? Nicht wirklich. Mal schon rumgucken hier kurz. Da liegen ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Zum Beispiel. Wir leben wieder voll. Und die abschießen da mal. Ah, hat mich auch getroffen. Aber auch ich habe ihn getroffen. Hehe. Perfekt. So, da ist ein Meister mehr, nee, ist der andere. Aber wird mir schon was erläutern hier. It feels just like yesterday that we came here to have a picnic and I carried you home on my shoulders. Today, you're going to have to walk back on your own. Jan ist in deiner Gruppe beigetreten. Du kannst Gruppenlieder im Kreismenü Befehle erteilen. Okay, we need to find a way to open the door to the tower. I don't know why Master Mayfair closed it in the first place. He's waiting for us inside. Okay, pass auf, du musst wahrscheinlich in den... Hä? Das sieht so aus, ob diese Mauer da brüchig ist. Was soll man denn machen hier? Pass mal auf. Werfen. Wo können wir den hinwerfen? Da oben aufs Schild drauf? Ne, aber dann kriege ich mir ein paar Sachen hier. Hm. Die Fässer brennen ja, ne? Das wissen wir ja schon. Warte mal. Soll ich die Tür aufmachen mit den brennenden Fässern? Nee. Ah, warte mal, ich hab eine Idee. Was? Nee, heb mal auf. Jen. So. Nicht wirklich. Warte mal. Probieren's nochmal. Da oben gehen wir? Jen. Das bringt nichts. Hätte ich jetzt gedacht.
Und was man eigentlich noch so machen könnte, müssen wir mal gucken. Also irgendwie. Naja, vielleicht versuchen wir mal. Boah, komm schon. Vielleicht kann ich das ja auch da oben gegenwerfen. Dann funktioniert das. Mit dem Stab hat das ja nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja hier mit der Tonne. Chad! Okay, es geht zumindest. Ja, es geht auf. Okay. Komm mit Jen, wir gehen rein. Das ist einer der berühmten Urtempel. Diese Strukturen stammen aus der Zeit von dem Arkadien und enthalten Fragmente der längst verlorenen geglaubten Geschichte. Okay. If only walls could talk. This place has stood here for hundreds of years, if not longer. Ah, hat einen leckeren Tee zwischendurch. Da runter, da sind doch welche. Wollen wir hier was einsammeln? Dosenessen, was ist hier? Lesen. Die arkadische Magiergilde hat mich gebeten, Essensrationen in diesen Turm zu liefern. Aber ich komme nicht durch das Tor. Ich werde stattdessen das Dosenessen einfach hier lassen. Und Offizier Gray. Und wir haben es gefunden. Und ein paar Viecher. Greifen wir die mal direkt an. Und Jen mir helfen. Jen! Kaktus. Greift er den an? Den jetzt auch? Macht er tatsächlich, oder? Ja, dann greifen wir den anderen an. Super. So geht's auch. Hier geht's nicht durch. Hier ist auch zu. Da hinten ist aber noch eine Leiter. Gehen wir doch da mal hoch. Los geht's. Okay. Hier ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Ja, super. Ach doch, ich muss mir hier leider einen Keks in den Mund stopfen, weil ich ein bisschen Hunger habe. So, jetzt kann man mich gar nicht mehr verstehen. Be careful now. Naja, ich bin vorsichtig. Kommt er mit? Ja. Oh. Oh nein! Well, this is only a minor setback. Wir können hier hochklettern. Guck mal, dann kommen wir doch da rein. Aber man kann auch eine bestimmte Länge hochklettern, wie bei Zelda eigentlich. Aber Zelda ja auch so. Guck mal, da oben ist eine Truhe. Okay, let's continue. Ein Feuerkaktus. Greift er den an? Jen. Super. Dann gehen wir nach oben. Ich habe eine Truhe gesehen. Die holen wir uns nochmal schnell. Uah. Das war bescheuert. Ich hoffe, dass es eine Joypad-Unterstützung gibt für das Spiel. Das wäre richtig cool. At one point, Arcadian soldiers were stationed here, but that was during the Direfolk War, over 20 years ago. Okay. Das ist schon ein bisschen länger her, ne? Hinsetzen, wir können uns hinsetzen. Warte. Ach ja, sitzt sich gut, ne? Brauch nicht sitzen, aufstehen. Also da drüben kommen wir ja so nicht rüber. Doch, warte. Warte. Warte, ich habe eine Idee. Geht das auch, wenn wir die Kiste dagegen ballern? Hey, aufheben. Hey, muss ich. Siehste! Also irgendwas funktioniert doch so. Das ist Teil eines Lebenswäldes. Das sammelt drei Teile, um einen zusätzlichen Behälter zu halten. Fängt natürlich auch schon.
Ah, da hinten geht's auch noch durch, okay. Warte mal. Na, warum mache ich den kaputt, Mann? Das nervt. Das ist, weil er, wenn er noch nicht stillsteht, dann kann ich, oder wenn mein Typ noch nicht stillsteht, kann ich das nicht aufheben, so wie ich das gerne will. So. Hingehen. Aufheben. Ah, sehr gut. Na, guck mal, da ist noch so ein Blutkristall. Ah, weg da. Blutstein, Entschuldigung. Effektiv, das wäre es. Okay, mal gucken, wie viel wir von sammeln müssen, um damit sich das irgendwie lohnt. Weiß ich auch noch nicht. Dann schauen wir mal. So, da ist Meister. Master Mayfair ist da. Also, schnacken wir doch mit dem guten Mann mal. You came back safe from your trip to Outcast Island and fulfilled your mission. You have finished your training, son. What could be a better stage for your grand moment than one of the famous beacons? This structure was not made by Arcadians. Beacons are much older, remnants of the world's unknown past. For centuries, this beacon has been a shelter for travelers, a lookout for commanders, and now, simply a landmark for a remote town. Follow me. I want to give you something. Ich nehme gerne was an. Was kriege ich jetzt? You have lived during the time of peace, but it wasn't that long ago when we fought in the Direfolk War in the Outlands. I was there when the war ended, at the Riskborn Citadel. Inside a dark hall, we saw the creature behind the war, Shadow Magger. Its face was hidden behind a horned mask. My fellow knights, Sir Corbin and I, did not stand a chance against the creature, but a young warlock who was with us possessed the power of magic. Even in the heat of the battle, he was able to concentrate on a difficult spell and defeat Shadow Magger. The only thing left of Shadow Magger was its mask. The young warlock picked it up and fitted it over his face. At that time, he took the name of Mesmeroth. I owe my life to that man. People celebrated us as war heroes, but it was Mesmeroth who ended the war, and people glorified him for that. Here, I want you to have this. It is my old caster. You are a knight now, but it is not always an easy path to follow. Remember that to live the life of a knight is to protect and serve the kingdom. Follow your heart in all your decisions. Na klar. Ich folge nur meinem Herzen und meinem Bauchgefühl. Your new Castagan was created by the best Arcadian mages. If you gather enough different materials, your Castagan can create spells. Try it out. There should be enough useful material lying around. Give it a shot. Du hast Mayfairs alle Zauberpistole erhalten. Sie war in der Kiste, die du der Insel ausgeschossen und geborgen hast. Das ist eine Ritterwaffe, die von den Hexenmeistern der Weißen Stadt hergestellt wird. Und die letzte Waffe ihrer Art. Cool. Gut, lass mal hier rein. Feuerzauberbehälter. Für die Zauberpistole erhalten. Er bietet Platz für 5 Zaubereinheiten. Die Kapazität kann jedoch erweitert werden. Sammle Feuermaterial, um den Feuerzauberbehälter aufzufüllen. Gucken wir uns das mal kurz an. Da ist die Waffe. Zauberpistole. Während des... Okay. Ein Zauber, der den Träger... Wenn Lebensmittel aus der Umgebung gesammelt werden, werden zuerst die Lebensmittel und danach die Heilzauber. Später entfernen? Nein. Na gut, versuchen wir erstmal diese Sachen zu finden, die er gesagt hat.
Gut, hier muss ja irgendwas genug rumliegen, sagt er. So. Ein paar Sachen ein, die wir finden. So, wir sollen zurück zum Anwesen, das machen wir jetzt. Wir haben auch den Schlüssel des Gastwirtes, aber da brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht. So, einmal zurücklaufen, bitte. Das ist doch nicht die Abkürzung hier. Die muss ja irgendwo hinten sein. Wird wahrscheinlich hier oben links gehen, ne? Ist wahrscheinlich mein Haus von hier. Find a way to get that gate open. You can do it with your caster gun. Ah, okay. Was rauflegen. Haben wir da hier irgendwas, was wir da draufpacken können? Da. Ruhe. Komm kurz rein. Aufmachen. Du hast Energiespiele gefunden. Lauf des Tiber. Wenn dieser mysteriöse Edelstein in eine Waffe oder ein Objekt angebracht wird, vielleicht eine geringe Ladungserhöhung. Das haben wir doch jetzt. Hier, pass auf. Machen wir mal so. Warte mal, ich lasse mal später mal lieber hier drauf. Und dann gucken wir mal. So. Mal kurz rein. Oh, dann muss es ja hier irgendwo weitergehen, ne? Von da oben gekommen? Ne, das ist aber hoch, ne? Okay, wie müssen wir die Tür aufkriegen, ist die Frage. Sagt mit meiner Waffe schaffe ich das? Wahrscheinlich kann ich hier so reinschießen, oder? Im Ring da. Jen! Okay, das war es wahrscheinlich nicht. Das war schon ein feiner Schuss. Okay, er sagt mit der Dings, können wir es schaffen. Warte mal, kurz gucken. Ach da, okay, warte. Da oben sehe ich doch was. Das kann man direkt anzünden, entzünden. Genau. Super. Und da hoch. Okay. Wie geht's raus? Dorf Arne, Tal des Wächters. Gut, bevor wir jetzt zum Haus laufen, würde ich sagen, speichern wir hier, oder es speichert automatisch, und wir stoppen hier. Sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.